Tamron möchte sich ja neu erfinden. Nicht komplett als Marke, sondern speziell seine Super-Performance-Serie. Hat man dementsprechend auch ein bisschen im Design verändert, aber auch eine ganz neue Philosophie, was halt die Produkte von der Wertigkeit angeht. Zwei Objektive gab es zum Start, einmal das 35mm, einmal das 45mm, beide mit Blende 1.8, Festbrennweiten dementsprechend, die aber auch bildstabilisiert. Schauen wir also heute mal, wie die beiden so abschneiden im Praxistest. Kenner der Super-Performance-Serie von Tamron werden jetzt vielleicht eine Sache vermissen. Oder gerade auch nicht, wie es zumindest bei mir ist. Das war dieser sehr auffällige goldene Ring, den es immer irgendwo im Objektiv gab. Es sah aber, obwohl es die Edelserie war, immer schon so ein bisschen billig aus, war zumindest mein Eindruck davon. Jetzt hat man hier hinten am Bajonett dran so einen kleinen silbernen Ring, der aber auch so einen ganz, ganz leichten Goldtouch hat. Also wenn man es mal unter neutralem Licht betrachtet, sieht man das zumindest. Und das ist jetzt auch dieser neue Ring der Super Performance Serie kombiniert mit diesem neuen Label, was es hier drauf gibt, also diesen SP-Label. Alles eben ein bisschen schöner, moderner, glatter gemacht vom Design her. Apropos glatter, sehr, sehr glatter Kunststoff hier ringsrum. Beim 35mm sieht es eigentlich so von den Proportionen noch gut aus. Das 45mm ist einfach noch länger nach unten gezogen. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht hier zumindest einfach wie so ein paar Rillen oder sowas noch reingebracht hat. Einfach, dass die Hände so ein bisschen Griff noch kriegen. Was auch sehr schön ist in Sachen Verarbeitung, das ist der manuelle Fokusring. Ich hoffe, das behält Tamron so bei, denn ihr habt hier wirklich 180 Grad, fast sogar noch vielleicht sogar 185 Grad, also mehr als eine halbe Umdrehung, um den manuellen Fokus von unendlich bis zur Naheinstellgrenze zu bringen. Für Leute, die zum Beispiel Videos drehen wollen, ist das natürlich super, weil ihr könnt den manuellen Fokus einfach sehr, sehr präzise einstellen. Auch hier am Schalterdesign hat man noch mal ein bisschen was verändert für den Autofokus, manuell Fokus, Bildstabilisator. Die sind auch ein bisschen hochwertiger und griffiger geworden als bei der alten SP-Serie. Und auch die geschützte Fokusskala ist einfach ein bisschen größer. Ihr habt einfach ein bisschen größeres Sichtfeld dadurch, also auch ein bisschen einfacher ablesbar. Generell schon mal so designtechnisch auf jeden Fall gelungen. Jetzt aber geht's zum Thema Optik. Eine Entscheidung, die ich anfangs nicht so richtig verstanden habe und, um ehrlich zu sein, immer noch nicht so richtig verstehe, das sind die Brennweiten. Einmal habt ihr 35mm, einmal habt ihr 45mm. Dazu muss man sagen, dass das 35mm schon eines der längeren 35mm ist, anders ausgedrückt. Es geht wahrscheinlich realistisch gesehen eher Richtung 40mm als Richtung 35. Dann habt ihr das 45er, was aber eigentlich fast eher an 50 mm entspricht, also alles ein bisschen verworren von den Brennweiten, auch sehr nah beieinander. Ich hätte zum Beispiel besser gefunden, 35 mm rauszubringen, also so klassisch Street Photography fürs Vollformat, und ein 85 mm, das kann man ja sowohl am Crop als auch am Vollformat super einfach nehmen für Porträtaufnahmen zum Beispiel. Warum jetzt noch ein 45er gebracht hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Sei es drum, qualitativ, also was Bildqualität angeht, hat Tamron hier wirklich zwei sehr nette Pakete einfach mal rausgebracht. Das ist einmal die Bildschärfe, die ist wirklich auf absolutem Premium-Niveau, kann sich also wirklich mit Sigma, Canon, Nikon, mit den ganzen Premium-Objektiven locker messen. Aber auch Themen wie die chromatische Aberration hat man gut im Griff, wenn auch noch nicht ganz so gut wie die Konkurrenz. Randabschattung so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Also wirklich in so ziemlich allen Bereichen wirklich sehr gute Objektive, und auch das Bokeh sieht schon echt, echt gut aus. Also wenn jetzt zum Beispiel hier mit dem 45mm so ein bisschen Porträtaufnahmen macht, das ist alles überhaupt kein Problem. Da hat Tamron also wirklich gute Arbeit geleistet. Eine große Besonderheit der beiden Objektive, das ist der integrierte Bildstabilisator. Das haben nur ganz wenige Konkurrenten, zumindest bei festbrennweiten Objektiven und dann auch noch so lichtstarken. Vorteil, ihr könnt natürlich damit aus der Hand filmen. Machen wir zum Beispiel gerade auch mit den 35mm von Tamron. Nachteil allerdings, es gibt auf jeden Fall Objektive, die können es besser. Also wenn ihr zum Beispiel mal ganz klassisch das 24-105mm L von Canon nehmt, das hat zumindest, finde ich, immer noch einen der besten optischen Bildstabilisatoren für einen Videomodus, kann wirklich sehr viel rausstabilisieren, und es sieht fast so aus, als hättet ihr es vom Stativ aus gefilmt, habt ganz minimale Bewegung drin. Hier bei Tamron, finde ich, sieht man doch noch den ein oder anderen Schwenker, Ruckler vielleicht mit drin, als hätte es einfach nicht so viel Platz, die Linsen drin sich zu bewegen, um das Ganze auszukorrigieren. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist uns zumindest hier im Praxistest so ein bisschen aufgefallen.
generell aber natürlich wirklich sehr schön, gerade für Nutzer von Canon und Nikon Kameras, denn die Kameras haben ja keinen Bildstabilisator integriert, also keinen Sensor, der sich bewegen kann. Es gibt noch eine Sony-Variante von dem Objektiv, also für den Sony R-Mount. Die kommt dann auch ohne Bildstabilisator daher, denn da habt ihr den Stabilisator natürlich in der Kamera drin. Tamrons neue SP-Serie. Ist es ein gelungener Auftakt? Mal abgesehen von der jetzt schon bekannten Kritik von mir an den ausgewählten Brennweiten, die man sich da rausgesucht hat, kann man wirklich sagen, sehr gut gemachter Start. Vom Design her sieht es auf jeden Fall ein bisschen schicker, ein bisschen edler vor allem aus als die alten SP-Objektive. Die waren ja von der optischen Qualität stellenweise auch nicht schlecht. Zum Beispiel das 90mm Makro ist ja wirklich immer noch eins der besten Makroobjektive, vor allem im unteren Preisbereich. Aber auch so hat man jetzt einfach ein bisschen was Schöneres in der Hand. Auch dieser neue, ja, champagnerfarbene Ring, den man hier hinten mit dran hat, wirklich schön gemacht. Auch, dass man in der SP-Serie weiter dabei bleibt und ich hoffe weiterhin durchweg so einen Staub- und Spritzwasserschutz in grundlegend zumindest reinbringt. Auch das wieder eine gute Entscheidung, eben auch in dem Preisbereich nicht zwingend selbstverständlich. Also ich denke, da hat Tamron für die Zukunft schon mal wieder einen schönen Schritt nach vorne gemacht. Setzt sich jetzt auch optisch ein bisschen von seinen eigenen Mittelklasse-Objektiven ab. Von daher, wenn ihr einen 35mm sucht, greift entweder hier gleich zum 1.8er oder guckt euch noch unser Duell an. Da haben wir ja drei Objektive verglichen, findet ihr nochmal hier unten drin verlinkt. Solltet ihr es noch nicht gemacht haben, dann auch gerne einmal noch auf den Abo-Button draufdrücken. Dann verpasst ihr auch keine der weiteren Sendungen. Eine davon, die ist sicherlich schon nächste Woche, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Wir sehen uns.